So, meine Freunde, da sind wir wieder zu einem weiteren Part Liquid Crystal. Und in diesem Part wollten wir ja weiter hier auf dieser kleinen Route machen. Unserer unbekannten Wasserroute. Das dürfte jetzt auch ein klein wenig länger dauern. Moment. Ja, tut mir leid, ich bin jetzt gerade ein bisschen auf Desmume-Einstellung umgestiegen, weil ich jetzt privat nochmal World White zocke. Keine Ahnung warum, fragt nicht. Hat einfach mal Bock dazu. Diejenigen, die meine Facebook-Page geliked haben, die wissen ja, wovon ich rede. Und ja. Derweil machen wir einfach mal weiter mit dieser kleinen Wasserroute, die anscheinend ein kleiner Irrgarten ist. Hey, das habe ich doch gar nicht verdient, die Affen. Och Mann. Naja gut, da hoch kommen wir anscheinend noch nicht. Je ne sais pas, je compris la question, madame. Aber hier scheint es nicht zu geben. Nö. Kommen wir auch nicht hoch. Ja, dann können wir wieder zurück und eventuell noch ein paar Trainer bashen, die ich leiden kann. Oder ist hier noch... Oh, hier ist ja noch was. Ah, nee, doch nicht. Interessant. Na gut, Leute. Hä? Oh mein Gott. Verdammt. Ja, was gibt's zu erzählen? An sich nicht wirklich viel. Außer die Tatsache, dass... Der gute alte Regi... Ah, hier kann man Tauch einsetzen. Merken. Newburgh Town. Interessant, ja, gut. Außer dass der gute alte Regi jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen und so weiter hat. Keine Ahnung, Klausuren, alles geschrieben. Wie ihr wisst, Bio schön nachgeschrieben und so weiter und so fort. Ja, war nicht wirklich gut. Der Penner, der hat eiskalt Sachen benutzt. Oder Sachen reingepackt, die eigentlich nach der Klausur kamen. Aber ich habe ja die Klausur verpennt, von daher habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass er neue Sachen reinpackt, aber der Penner packt da eiskalt neue Sachen rein. Ja. Shit happens, kann man nichts machen. So ist das Leben, hart und dreckig. Aber naja. Was soll man machen? So, von den Typen hier kriegen wir erstmal Mystic Water. Dieses Mystic Water können wir dann auch unseren Relegator geben. Also unserem Schnappi, genau. Was jetzt leider irgendwie brennt. Warum brennt das nochmal? Wer hat Schnappi verbrannt? Klein Kach war's. Nein, ja. An sich suche ich hier noch ein paar Trainer. Da haben wir einen. Ah, geil. Fischer Pitt. Brad Pitt? Mr. Pitt, was machen Sie in einem Pokémon-Spiel? Sie müssen doch Ihre hübsche Frau beglücken. Verdammte Scheiße. Ja, ah, dann noch eine Relikant. Relikante. Haha. Relikante, versteht ihr? So, kriegt aber auch mein Shadow Punch ins Gesicht. Ja. Und noch ein. Na, Super Potion. Muss das denn sein, Kollege? Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Aber egal, dieses Relikant stellt uns keine Herausforderung dar. Klatschen wir einmal ganz schnell weg. Und noch ein Trainer, glaube ich. Einige, die haben wir schon gekämpft. Interessant. Problem ist jetzt natürlich, dass ich nicht weiß, wo die ganzen Trainer sind. Erstens das. Aber ich will gegen alle Trainer kämpfen. Und zweitens. Es gibt ja hier noch so sehr viele Stellen, wo es da mal sowas gibt. Ja, diese Wasserrouten sind sehr komplex, wie ihr schon seht. Hier geht es dann nach Dings, glaube ich. Ach. Das ist so verdammt groß. Ich finde mich hier gar nicht zurecht. Oder doch? Was ist das denn? Ein Wald. Ein Schrein. Ah, das ist der komische Schrein von letztens, den wir da auf der Karte gesehen haben. Wie hieß der? What is his name? Moment. Verdammt. Barnett Level 17? Alter, das entwickelt sich doch erst auf Level 30 oder 38. Naja. Wie dem auch sei, eine weiße Flöte. Okay, weiße Flöte war doch irgendwas Geiles. Zieht Pokémon an. Ja, zieht Pokémon an, verdammt. Das haben wir jetzt aber gerade irgendwie nicht nötig. Aber für die Leute, die es nicht wissen, hier kriegt ihr eine weiße Flöte her. Vielleicht benötigen die ja später im Spielverlauf irgendetwas. Wer weiß. Wer weiß. Aber was gibt's denn hier noch so? Da war ein Trainer. Ah,
ich wette, du kennst diese Geheimareale. Hallo? Wo ist denn die Musik? Ist das jetzt hier Pokémon Battle A Cappella? Ja, scheint so. Stehe ich nachts am Block vom Pennymark, Rapper Cappella, in die Handykamera? Gast. Das Ding ist irgendwie ein bisschen langweilig. Da fehlt einfach was, oder? Richtiger Pokémon-Kampf A Cappella, ey. Unglaublich. Pokémon A Cappella. So. Das kommt in meinen Bugfix-Record. Ja, Record, genau. Recorder. Oder? Ja, Recorder. Hm, vielleicht sollte ich das den Macher ja mal senden. Ich meine, ich bin ja schon in einer relativ mächtigen Stellung, sag ich mal. Ich bin ein YouTuber. Pokémon. Von daher könnte ich hier schon etwas bewirken. Aber was fahre ich mir wieder für Filme? Oh, die Musik ist auch wieder da, korrekt. Die A Cappella war jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei, sag ich mal. Hornly, ah, mit dem recycelten Sprite. Das haben wir garantiert nicht nötig. Aber ihr müsst auch zugeben, das ist gerade sehr spannend. Und Wolke 7, du kannst ja diesen Fischer besiegen. Und sie drehen. Oh, ein Doppelkampf. Ja, hätte ich gar nicht wechseln brauchen. Pff. Was ist das denn, der übelste Abfuck, ey? Celoprello. So, Bumblebee. Kennt ihr Bumblebee? Von Transformers. Ah, Bumblebee. Bumblebee. Transformers. Ich habe den richtig gemocht. Der hat immer mit so einem Radio gesprochen, wie das war. Hat schon was gehabt. Das war schon geil, war schon geil. So, schneller kriegen wir auch down. Eieiei. So, Acid. So kommen wir nicht auf den grünen Zweig. Grünen Zweig? Hier ist ein grüner Zweig? Oder grüner Ast? Wir müssen an einen Strand ziehen, Tentoxa. Friss erstmal meinen Return. Bam. Wolke 7 hat uns sehr gern. Das weiß ich seit heute. Nichtsdestotrotz kassiert dieses Tentara jetzt. Ne, Tentoxa erstmal ein Dream Eater. Was war denn drei Traum, Tentara? Tentoxa. Ich wollte mal Klarinettensänger werden. Was? Thaddeus Tentakel, sind Sie das? Ihr seht, sie sind einfach überall. Die sind einfach überall. Aber ich finde diese Idee echt genial. Dass er die ganzen Routen nochmal mit so Wasserstrecken überzogen hat. Das finde ich echt genial. Also das verdient echt Thumbs up, mein Freund. Auch wenn ich, glaube ich, noch nicht alle Trainer gesehen habe. Aber ist ja auch ja ein bisschen kompliziert, ne? Alle Trainer und so, ja. Aber was gibt es denn hier noch sonst noch auf der Route? Ich glaube, hier gab es noch ein paar Höhlen, in denen wir nicht waren. Ein paar Höhleneingänge, in denen wir nicht waren. Haben wir gegen den Schwimmer gekämpft? Ich glaube nicht. Naja, egal. Gucken wir einfach mal nochmal in die Höhle rein. Vielleicht finden wir ja da irgendetwas Koralles. Korall. Union Cave. Also die Einheitshöhle. Aber welcher Teil der Einheitshöhle ist das? Weekend Escape! Du kannst dich flüchten? Ja, ja? Dann sieh, was du davon hast, Wolke 7. Versuch mal, dieses Golduck zu besiegen. Da kriegst du auch ein Level up. Kreideschrei. Ah! Verdammt! Das ist wie wenn ich anfange zu singen. Da habt ihr auch so ein Kreideschrei in den Ohren. Und sing! Return. Einmal. Zweimal. Ah, ja, komm. Muss jetzt nicht sein, oder? Enteron. Danke, geht doch. Und dann Enteron ist down. Wir rechnen Level 33. Korall. Korall. Aber wo kommen wir jetzt hier raus? Finden jetzt erstmal TM44. Erholung. Nice. Und raus kommen wir hier. Hä? Okay. Muss ich das jetzt verstehen? Hat jetzt irgendwie relativ wenig Sinn gemacht. Oder? Oder hat das schon Sinn gemacht? Nur ich erkenne den Sinn nicht. Ach, vergessen wir es. Es hat keinen Sinn ergeben. Weiter geht's auf der Wasserroute. So langsam sollten wir uns auch Richtung Faustauhafen. Nicht Faustauhafen. Wie hieß der? Wie hieß die? Der Ort. Wie hieß der? Nicht Faustauhafen. Ich vergesse den Namen ständig. Wie heißt dieser Ort da? Oliviana? Nein. Anemon, genau. Wie konnte ich den Namen nur vergessen? Anemon City. Dort müssen wir uns ja hinbegeben.
für den nächsten Orden. Wir, den wir auch hoffentlich ergattern werden. Ich hoffe mal inständig drum. Herzschmerz. Wolke 7 ist down. Return leidet. Verdammt. Egal. Für solche Fälle haben wir noch Kesper da. Und alle Mittelfinger hoch. Mittelfinger hoch. Nee, nicht dieser Kesper. Bitte nicht verwechseln mit dem Kesper. Relikant. Déjà-vu. Rock-Tomb. Ah, Rock-Tomb. Tombstone Pile Driver. Made by Relikant. Aka Regikant. Regi die Kante. Jetzt wohl gern. So. Einmal Dream Eater und nochmal Dream Eater. Was ist denn dein Traum, Relikant? Als ich früher jung war, wollte ich Regikant heißen, aber auf den Namen gab es schon Copyright von Regis Eltern. Ah. Armes kleines, schäbiges Etwas. Armes kleines, schäbiges Etwas. Waren wir schon hier? Okay, ein Wandertrainer, ein nice Gift. Ah, da gibt es ein Pokémon. Ich kann mir schon denken, welches Pokémon das ist. Ja, ja, ich kann es mir schon denken. Ihr müsst es mir nicht sagen. Ich weiß es, glaube ich, schon. Yep, ich weiß es schon. Ich weiß es schon. Haha, hat aber diesmal besser untergebracht. So, damit ich euch aber zeige, welches Pokémon das ist. Wir geben uns jetzt erstmal hin. Was ist mit dir los? Okay. Okay. Ich glaube, hier gibt es irgendwo noch einen Sonderbonbon. Ne, normalerweise gab es hier einen Sonderbonbon. Irgendwo. Egal. So, wir müssen jetzt erstmal noch unsere Pokémon aufheilen. Denn gleich gibt es hier dicke, fette. Eine dicke, fette, fette Party. Ne, das nicht. Deposit. Ratata. So. Ich nehme die Ozean und mache Ratata. Schneller Joyce, Bitch, einmal bitte unsere Pokémon aufheilen. Dankeschön. Danach werden wir Dalai Kamel nach vorne packen. Und Dalai Kamel braucht noch ein Level und ihr wisst, was dann passiert. Genau, es entwickelt sich dann. Und danach wird es echt mächtig, prächtig. Erstmal hier hin. Hier sind noch diese drei Schwestern. Irene, okay, Irene. What los? Goldini, gut, gegen Goldini. Müssen wir jetzt nicht so viel beachten, weil Goldini einfach keine Wasserattacken kann. Unglaublich. Seit wann kann das denn hier Spiegeltrick? Das ist mir neu gewesen. Ey, Goldini. Betreibt doch nicht. So, Magnitude. 8. Geht doch. One hit. Ich meine, K.O. Ja, K.O. So, was haben wir noch? Seeking. So, wechseln wir auf Quadrupol. Quadrupol. Defense Curl. Defense Curl. Okay. Friss mein Spark. Spark Mandrill. Und es ist auch down. Okay, Irene wurde besiegt. Und die nächste. Jess. Nee, Jen. Ja, das sind halt diese drei Schwestern, die hier heimlich trainieren. Ass-Trainerin, S-Trainerin. Aha, S, versteht ihr. Ja, haben schon was drauf, aber nicht so viel, um mich arg in Bedrängnis zu bringen. So, no, Magnitude sollte die Hälfte abziehen. Ach, Kriegelit, dankeschön. So, und Starmie. Warten wir erstmal drin. Dann wechseln wir auf Quadrupol aus. Und Recover. Nee. Nee. Eat this fuck, bitch. Ist es down? Was ist das? Dalai Kamel 33. Und 33, ihr wisst, was das heißt. Dalai Kamel, wo bin ich hier? Oh, neue Attacke. Steinhagel, ja. Steinhagel bringen wir dem natürlich bei. Ist ein Pflichtmove auf Dalai Kamel. Und dass er halt so schnell oder so früh noch diesen Move lernt, ist El Bombastico. Er ist Shelter. Jetzt können wir erstmal Dalai Kamels neue Kraft kennenlernen. Ach, ein One-Hit auf den defensiv starken Mushas. Jetzt folgt noch Cloyster. Und hier können wir auch direkt Rock Slide einsetzen, weil Ausdauer vom Typ
Eis ist, das wisst ihr ja, hoffentlich. Ja, wenn ihr das nicht wisst, dann seid ihr keine Rigi Bang Fans. Ah, Super Sonic. Ja, trifft trotzdem. Das zeigt nur, wie lieb mich Dalakamin hat und ein One-Hit. Boah. Hättet ihr das gedacht? Bei diesen Defensivwerten von Mushas? Das zeigt einfach nur wieder, was für eine Power Dalakamin hat. Es ist einfach nur El Bombastico stark. Und wir holen uns jetzt noch in diesem Part das gute alte Pokémon von dem Typen ab. Und dann werden wir auch den Part beenden. Er gibt uns nämlich ein Cinderkitten. Ein Feuerriegel! Ja, und dieses Feuerriegel ist echt mächtig, prächtig. Vorher in der anderen Welt hatte das eigentlich noch Lohe-Kanonade. Lohe-Kanonade, Feuerriegel. Aber hier anscheinend nicht. Naja, wie dem auch sei. Das war's für diesen Part. Wasserroute haben wir schon relativ gut abgearbeitet, denke ich mal. Und ja, Leute, wisst ihr was? Wieder schon reingehauen. Mach's gut und ciao. Euer Rie.